no tomorrow. Ooh, we can own the night. Let's Playches, hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Evolution. Ich bin schon ein Nadelkissen, wie ihr seht. Wie ich das überhaupt überleben kann, hier stellt man einen Pfeil in meinem Gesicht, das ist ja grauenvoll. Mit dem AP, mit Juli und dem Skyflow. Oh Gott, die falsche Taste dauernd gedrückt. So, Skyflow wollte, dass ich noch was ausprobiere. Und doch, bevor es losgeht, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann slayt doch mal ein Let's Playchen Daumen nach oben durch und slayt den Abo-Button durch. Das würde mich sehr freuen. Und aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen auf dem Handy oder per E-Mail. Und ich mache oben rechts gerade mal eine Abstimmung. Findet ihr mein Skin so gut oder soll ich die Augen noch größer machen oder soll ich eine Hochstehfrisur machen? Weil in letzter Zeit habe ich ziemlich oft eine Hochstehfrisur in echt und eure Entscheidung. Der Skin soll mir in echt so ähnlich sehen, wie es geht. Und ich muss die Haut ein bisschen heller machen, weil seitdem ich nicht mehr so oft auf Mallorca gehe, sehe ich nicht mehr so aus. Ich habe jetzt wieder hellere Haut bekommen. Ja, ich habe ja echt so eine dunkle Haut in echt früher gehabt. Also es ist vor schwarze Haut, ist das irgendwie die normale bräunliche Haut, die du nach zwei jedes Jahr Mallorca hattest. Ach so, ja. So, jetzt Skyflow wollte, dass wir für ihn was machen. Und zwar wollte der Induktionsschmelzer, doch Induktionsschmelzer. Invar, Machine Case, Eimer. Nee, ich will Energetic Infuser. Energienfundierer. Fundierer, keine Ahnung. Ja. Können Sie mir schreiben, wie man das schreibt? Das ist in Deutschland. Energieinfundierer. Schreib einfach das rein. Und dann steht da ein Fundierer oder sowas. Ja, das ist Energien für die Basic. Dafür brauchst du Redstone-Transpule, brauchst du Silber, ja, hast du Silber. Guck mal rauf, wie man die craftet, die Redstone. Die obere. Und da braucht man Elektrum. Und ich weiß nicht, wie man Elektrum... Ja, hast du denn jetzt schon die Silberspulen? Entschuldigung, ja. So, dann machst du Elektrum. Und für Elektrum brauchst du. Welche brauchst du im Transmission, ja, und die. Dafür brauchst du im. Elektrum, ich will ja Elektrum haben. Ja, lass mich kurz gucken. Alloy, da brauche ich den Alloy-Smelter. Nee. Oder wie? Nee, warte. Ich brauche das Elektrum von Foundation. So, da kannst du im. Induktionsschmelzerei kannst du Goldbarren und Silberbarren verschmelzen zu zwei Elektronen. Induction Smelter. Und für diesen Induction Smelter brauchst du Invar. Und Invar machst du in einem. Warte, was? Invar. Woher bekomme ich Invar? In einem Induction Smelter. Woher bekomme ich Invar, wenn ich fragen darf? In dem Induction-Schmelter, aber du kannst es auch, du kannst einfach das schmelzen und mit pulverisierten Eisenstaub und pulverisierten Nickelstaub kannst du einfach zusammen was craften und dann musst du es nur noch schmelzen. Also woher bekomme ich Nickel? Erz. Nickel ist Erz. Achso, ich habe ja Nickel. Okay, nee, das musst du mir nochmal mehr erklären. Nein, du machst das jetzt selber. Ich mache es nicht selber dich. Ich erkläre es nur einmal. Für das Elektrum brauchst du einen Induktionsschmelzer. In dem Induktionsschmelzer musst du Gold und Silber kombinieren. Dann kriegst du zwei Elektrum raus. Für den Induktionsschmelzer brauchst du Maschinenrahmen, Eimer. Aber indem ich Invar-Barre bekomme, muss ich auch einen Alloy-Kin haben. Nee, das kannst du einfach machen, indem du
Eisen und Nickel pulverisierst und das dann im Crafting Table zu das Pulverisierte zusammencraftest. Ach und so, das, was aus dem Pulverisierten dann rauskommst, in den Furnace tust. Und dann bekommst du Invar. Und da, oder du machst es halt im Induktionsschmelzer. Aber dafür, wenn du einen Induktionsschmelzer rausbaust und Induktion ist, das wiederholt sich in einem unendlichen Kreislauf sonst. Das ist die einzige Methode, sowas jetzt zu machen. Meine Hunde sind. Ich habe jetzt 3 Nickel. Aber Gold kann ich halt, ich habe kein Gold, das nicht, was, kein Erz, ich habe kein Gold in Erzform. Du musst es auch nicht in Erzform haben. Ingotform. Ach so, okay. Du musst es in Ingotform pulverisieren. Das geht doch auch. Ja, okay. Nee, pulverisieren in Ingotform geht nicht. Doch, klar. Nee, geht nicht. Doch, Goldbahn klar. Kann man nicht mal, Goldbahn kann man nicht mehr pulverisieren. Ich will doch auch gar nicht, dass du Goldbahn pulverisierst. Ich will, dass du Nickel und... Ja, Nickeluhr kann man pulverisieren. Aber nicht, ich habe ja einen Goldbahn und den kann man nicht... Gib mal her. Gott, was hast du denn hier jetzt gemacht? Du hast mit Dampfdynamo, hast du da hinten, was sind die... Genau, und wenn du jetzt Nickel hast, dann kannst du das zu... in Warmmischung machen. Dafür brauchst du jetzt noch Iron. Gib mal Iron her. Ich habe kein Iron. Iron pulverisieren, dann haben wir es fertig. Ich kann kein Iron pulverisieren, ich habe nur Eisen. Ich habe mir jetzt Iron. Ich habe jetzt Iron da, warte. Das kann man nicht pulverisieren, normales Eisen. Hä? Ach so, vielleicht. Bei mir war keine Energie drin, aber ja, okay. Oh Mann! Junge, du musst so viel noch lernen. Ich sag gar nichts. Digga, weißt du, ich kenne das Rezept ja fast auswendig im Kopf, da ich das Ding schon so oft gecraftet habe. Guck mal, komm. Was muss. Ja. Jetzt. So, jetzt hast du es hoffentlich, weil ich will jetzt mit Tinkers Construct anfangen. Ich habe jetzt Gold auch. Und jetzt? Oh Mann, diese Creeper, die dauernd explodieren müssen. Können wir bitte schlafen gehen? Jetzt muss ich also Nickel. Gut, wuffelt. Nickel pulverisiertes Nickel und Gold funktioniert nicht. Zusammenfügen. Ja, pulverisiertes Nickel und Eisen. Und pulverisiertes Eisen? Pulverisiertes Eisen, pulverisiertes Nickel. Zwei pulverisierte Eisen, ein pulverisiertes Nickel. Von Eisenbestandteilen muss immer mehr drin sein. Ach, okay, das geht jetzt echt. Gott, du kannst so einfach mal googeln in Justin of Items. Ich habe aber nur eine Invar-Mischung. Ja, und die musst du jetzt in den Ofen tun. Und wenn du die in den Ofen getan hast, kriegst du daraus Invar-Barren. Okay. Und daraus kannst du das dann craften. So, habe ich dir genug erklärt? Hast du das Rezept jetzt endlich auswendig im Kopf? Auswendig nicht, aber... Gott, so, ich hab Essen. Weil ich zu blöd bin, wie man das nachguckt. Monster-Trockenfleisch habe ich jetzt. Wo ist denn diese Invar-Mischung? Oh Leute, und endlich habe ich mal ein bisschen Essen. Wenn ich jetzt Monster töte, bekomme ich Essen. Oh Leute, ist das chillig. Hä, wie Essen? Was? Es gibt so von Tinkers Construct gibt es so Trockenregale, da kannst du verrottetes Fleisch ranhängen, dann kriegst du Monster-Trockenfleisch. Was? Trockenregal. Ey, das hole ich mir, das dachte ich mir ganz einfach. Mann, Junge, du hast so keine Ahnung von Tinkers Construct, gell? So, Leute, wie fangen wir an? Ich spiele das gerade das erste Bein mal. Wir machen jetzt einmal das hier. Ich kenne die Rezepte auswendig für Tinkers Construct, Leute. Macht euch da mal keine Sorgen. Ich kenne die meisten Rezepte auswendig. Dann brauche ich das hier. Da kann man einfach nur einzeln. Das hier. Und... dann brauche ich noch... Warum ist hier eine Hexe irgendwo? Oh nein. Und dann habe ich soweit alles. Und das tue ich jetzt erstmal in die Schablonentruhe. Genau, wenn wir das nämlich haben. Hallo, wieso kann ich das nicht reinlegen? Als ob du das nur einmal reinlegen könntest. Oh Mann, schade. Hä? Backt der Server irgendwie? Ach so, warte, ich habe das zweimal gemacht. Ich brauche das ja eh nur einmal. So, jetzt. Genau, haben wir hier nämlich die Bindungsstücke. Und jetzt muss ich gucken, ob ich mir gerade mal
Jetzt ist die Sache, jetzt ist Ton angefarmt gesagt. Weißt Leute, es gibt eine Unterwasser-Farming-Tour. Hä, und wie mache ich, wie lange dauert das, dass es getrocknet ist? Da brauche ich richtig viele Trockenregale, ja. Da brauche ich richtig viele davon, Alter. Ich habe jetzt die an meiner kleinen Tinkerstation hingebaut. Ja, ich mache da auch so eine Tinkerstation. So Leute, jetzt ist aber jetzt ist aber Kiesfarm angesagt. Ich hab's auch Sand. Auf Deutsch, aber. Egal. Ohne mich wirst du wahrscheinlich immer noch nur mit Jetpack fliegen. Was? Ohne mich würdest du wahrscheinlich immer nur noch mit Jetpack fliegen. Ja, mache ich eh so auch. Also ich meine, das war jetzt anders gemeint. Also. Ohne mich würdest du wahrscheinlich immer noch da sitzen und denken, wie crafte ich das jetzt? Oh. Hey, wahrscheinlich Jetpack würdest. Nein, ich meine nicht Jetpack. Ich meine nicht Jetpack. Ich meine das andere. Mit dem du das Jetpack aufladen kannst. Und ohne mich hättest du. Ja, da sitze ich auch jetzt noch immer. Ich habe jetzt nur Inverbahn. Ja, und jetzt kannst du es craften. Hey, und danach machst du, Infuser? Ja, musst du einen Induktionsschmelzer machen, den brauchst du eh für alles fast. Und für diesen und danach kannst du im Induktionsschmelzer das mit dem Elektrum machen. Das mit dem Elektrum geht nämlich nur um Alloy. Was brauche ich den Induktionsschmelzer und für was ist der? Damit du das Elektrum machen kannst und mit dem Elektrum kannst du den Infuser machen. Ist verstanden? Maschine, ja, natürlich. Hui. Aber leider kann ich noch immer nichts abbauen. Ja, weil ich das nicht entclaime gerade, die Chunks. Ich habe die noch nicht entclaimed. Okay, dann mach ich. Achso, kann man jemanden entclaimen hinzufügen? Ja, aber ich möchte dich jetzt nicht hinzufügen, weil du ja nicht in meinem Team bist. Warte, ich entclaime das kurz. Nein, ich wollte das nicht laden. Entclaime das mal bitte. So. Ich brauche eh nicht so viel Sand eigentlich. Ja, okay, 2,6, dann muss ich nie wieder farmen. Dann habe ich es wieder geclaimt. Du kannst die Slime Ranch halt auch in die Offhand nehmen und dann einfach so BAM! Hanglider. BAM! Das ist halt voll OP. Oder den Hanglider in die Offhand und andersrum oder keine Ahnung. Ach so. Hauptsächlich das gleiche kommt raus, wenn ich dieses Fleisch in den Ofen mache und trockne. Genau das gleiche. Echt jetzt? Nee, nicht das gleiche, das heißt dass ich brate, das heißt Monster Jerky und das Monster Trockenfleisch und das andere Monster Trockenfleisch. Aber das beide bringt genau gleich viel Hunger. Also ja, zwei. Da muss man halt keine Kohle verschwenden, aber wirklich bringen. Jetzt genau, Leute, Ton muss ich noch farmen. Dann die Folgen sind immer so riesen lang, ey. Alter, mein Gemüsefeld ist aber auch mal wieder gewachsen. Ey, ich bräuchte Knopfsalat, oder wie das heißt. Manchmal fucken die Schuhe aber auch ab. Ja, das stimmt. Warte, ich farm noch ein bisschen Ton hier einmal, das hier kurz weg. Dann sollten wir, glaube ich, sogar genug Ton haben, dass wir sagen können, okay, wir farmen Kies. Ich muss doch mal das Salz aus dem Boden hier rausnehmen. Slime-Schleuder, bitte bring mich nach oben. So. Ey, das ist halt so OP mit dem Hanggleiter und dann auch noch der Slime-Schleuder. Seh schon, komm, ich craft mir gar kein Jetpack mehr. Nee, okay, ich craft mir schon eins, also so ist ja nicht. Ich craft mir übrigens nicht das von Mechanism. Du hättest das von Mechanism machen können, das ist, glaube ich, wäre sogar, glaube ich, besser gewesen. Ich bräuchte den Kopfsalat, so keine Ahnung. Ein Kopfsalat? Ich gebe dir doch nicht meinen Kopf. Ja, dieses Salat da. Weiß, wie das gemeint war. Oh, jetzt brauche ich noch einen Ton, dann habe ich einen Stack. Und dann brauche ich noch 4 Stacks. Und dann brauche ich nur noch 4 Stacks, Dings. Und dann kann ich mir einen Stack Dingsbums machen. Ja, ich weiß, dass ich gerade sehr auf Dingsbums gesagt habe. Und wie viel Ton ist hier einfach immer? Du hast so das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf mit den Tonadern. Okay, ich schlafe ganz kurz. Hm, nicht geht, ja. Warum ist bei mir im Haus ein Creeper? Okay, ich muss hier aus. Wenn du das einstellst,
Ich glaube, standardmäßig ist Explosion im geklemmten Chunk deaktiviert, oder? Ja, also. Ja. Und das Witzige, jetzt das brauche ich Witzige nur noch ist halt immer, dass über 50% Schlaf und dann wird's Nacht, Tag. Das ist geil. Ja, das macht ein Mod, das macht der Morphhaus-Mod. Mhm. Gibt zwei Morphhaus-Mod. Da müssen halt zwei. Oder einer muss halt immer durchmachen und dann ist er am nächsten Tag müde. Das wäre geil, wenn man dann irgendwie nur voll langsam gehen kann und bis zum nächsten Tag so. Dazu gibt's, glaube ich, sogar so ein Add-on. Das wäre richtig geil. Sagen, mal kaufen. Ich mache euch hier kurz eine Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder. Achso, die. So, Leute, und da sind wir jetzt. Du guckst mal bitte, kannst du in die Werkbank gucken? Nee. Du siehst es ja jetzt oben, du siehst es ja jetzt oben auf dem Crafting Table. Ja. Wenn ich da jetzt hier was reintue, dann kriege ich jetzt Mörtel raus. Aus den Ressourcen, die ich gerade gemacht habe, kannst du es gerade ganz kurz unclaimen irgendwie. Guck mal. Ich mach's. Warte kurz. Achso. Jetzt, Leute. Funktioniert das nämlich folgendermaßen. Wenn man jetzt den Mörtel hat, den kann man, hast du irgendwie ein Electric Furnace? Ansonsten nee, muss ich den. Ich gucke mir jetzt am liebsten, am besten mal. Ansonsten muss ich jetzt. Okay. Was? Dann komme ich Tinkers Construct. Von Tinkers Construct oder was? Ja, genau. Okay.
Genau, ich mache das jetzt kurz so, dass ich das alles gleich durch. Dann will er doch mit Tinkers Construct anfangen. Habe ich es mal wieder geschafft, die Leute zu bereden. Auf jeden Fall, Leute, nehmen wir jetzt mal kurz hier für die vier noch jeweils hier die Viererreihe. So, und dann hier noch eins. Genau. Und dann setze ich jetzt nämlich hier noch und am besten hier noch und hier noch. Jeweils die acht immer rein mit jeweils einem Stack von den Mörtel. Genau. Und das lassen wir dann gerade mal durchbrennen. 7 machen wir hier, 7. 7. Hier machen wir auch noch 8 rein. Genau, dann brennt es soweit erstmal durch. Und wir gucken mal, dass wir mal kurz hier mir mal eine neue Tinkerspitzhacke machen. Und zwar zeige ich euch kurz, wie das hier geht, provisorisch. Und zwar tun wir einfach in den Werkzeugteilebau was rein. Material wird, ich weiß gerade nicht, wie viel brauchen wir jetzt dafür. Steht jetzt hier nicht drin. Aber ich kann, achso, man braucht immer nur eins. Und ich kann mir dann jeweils die Teile hier draus bauen. Und dann kann ich mir mit dem Flint ebenfalls jetzt so gleich dieses Teil eben bauen. Zeige ich euch jetzt gleich, wie das geht. So, Workstation, das hier rein, das, das, das. Dinkers, Dings fertig. Wurde jetzt so gefeilt. Können wir ja gleich mal gucken, wie schnell das abbaut. Ist natürlich jetzt nicht so besonders flink. Natürlich ist es das auch nicht, dass ja eben es nur provisorisch etwas war. Und es hat jetzt den Abbauwert einer. Oh Leute, Entschuldigung, das muss ich kurz rauscutten, hoffe ich mal. Das hat den Wert Abbaulevel Eisen. Es ist jetzt so wie Kupfer. Und das ist recht nice. Das ist so eine kleine Mini-Pickaxe jetzt erstmal für den Anfang. Da ich mir jetzt leider Kupfersachen gemacht habe und ich dachte, man kann damit was craften. Aber naja, egal, jetzt erstmal. Und so kann man das eben machen und auch Teile bauen, vor allem Dings für den Mod hier. Dann gibt es eben noch die Funktion, dass wir den Mörtel haben, die versenkten Ziegel. Und das lassen wir tatsächlich jetzt als allererstes mal so ein bisschen durchbrennen, weil es dauert so ein bisschen. Und da ich die Chunks ja hier jetzt geladen habe, wo wir gerade uns befinden, den kann ich eigentlich auch mal entladen. Da der Chunk geladen ist. Können wir den jetzt soweit machen und ich entclaim gerade mal die Chunks und claim die Chunks hier und lade den dann mal auch. Dann lade ich den aber auch noch, genau. Und dann ist das hier nämlich auch noch geclaimed. Dann dürfte das Feld auch noch geclaimed sein, gell? Ja, dann ist das Feld nämlich auch noch geclaimed. Dann ist hier ist Wilderness, genau. Hier ist die Grenze. P mit Julis Team, Wilderness und P mit Julis Team, Wilderness, so. Genau, und was ist eigentlich soweit? In den versenkten Ziegeln, die nehme ich kurz ein paar raus und dann zeige ich euch gleich, was man damit craften kann. Kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr Spark jetzt schaut. Solltet ihr das vielleicht kennen? Mit den Ziegeln und den Mörtel und whatever. Das mache ich nämlich bei meiner Tinker Station, dass ich das hier so reinpacke. Und dann haben wir nämlich hier überall jeweils die 40 drinne. Und ja. Dann, Leute, beende ich hier die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst doch mal einen Let's Playschen Daumen nach oben da. Und Blackout, Leute. Nochmal von vorn. Lasst doch mal einen Let's Play. Legt doch mal einen Let's Playschen Daumen nach oben durch, wenn ihr mehr Evolution wollt. Und vor allem nicht auch mal einen Livestream. Das ist mir mal sehr gespannt. Ich glaube, wenn Technik anfängt, wir gehen mal so mit Livestreams. Mal gucken.
Und jetzt, lädt doch mal den Abo-Button, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt. Und Glück die Drocke für E-Mail-Benachrichtigungen und Handy-Benachrichtigungen und Pop-Ups. Whatever, könnt ihr alles auf YouTube noch einstellen. Aber aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr keine Abo-Box packt habt und nichts mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Haut rein und ciao. Leute!